Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Vielen Generationen war dieses Wort so sehr vertraut vom Beten des sogenannten Angelus, bei dem man dann in der Adventszeit und Weihnachtszeit sogar niederkniet, wie wir das gleich beim Glaubensbekenntnis wieder tun werden. Ich habe den Eindruck, dass dieses Wort zunehmend in Vergessenheit gerät. Auch in dem, wie wir uns in der Liturgie verhalten. Es hat durch das letzte Konzil eine Entdeckung für Katholiken gegeben, die Bedeutung des Wortes Gottes. Und wir machen das deutlich auch, dass eben die Texte der Heiligen Schrift nicht mehr, wie das vor dem Konzil war, im Messbuch selber stehen, sodass der Priester sozusagen alles praktisch zur Hand hat und nicht verschiedene Bücher braucht. Heute gibt es ein Lektionar, wie ich das jetzt hier in der Hand habe. Es gibt ein Evangeliar, das wir benutzen. Und überall, wenn Sie einmal in den Kirchen schauen, werden diese Bücher auch hingestellt und sie werden verziert. Die Liturgie sieht das eigentlich nicht vor. Denn das Christentum ist keine Buchreligion, ist keine Schriftreligion. Das Buch, wenn man so will, wird geehrt unmittelbar bei der Verkündigung des Wortes, bei dem lebendigen Vorgang der Verkündigung, weil in der Verkündigung, im Sprechen und im Hören ist Christus gegenwärtig, aber nicht im Buch. Es steht nicht heute im Evangelium, das Wort ist Buch geworden. Es steht nicht, das Wort ist Schrift geworden. Warum ist diese Unterscheidung, liebe Schwestern und Brüder, wichtig? Sie denken vielleicht, wie ist er denn heute drauf? Hat er an Weihnachten nichts anderes zu sagen, als so ein paar kleine Beobachtungen mitzuteilen? Ich gebe zu, eine Predigt zu halten in der dritten Weihnachtsmesse zum dritten Evangelium ist nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube, wir stehen mitten in dieser Auseinandersetzung. Ich las auf einer Homepage eines Bistums, groß gefeiert, das kommt natürlich heute gut an. Wollen Sie nicht Weihnachten mal anders feiern? Wir machen einen Gottesdienst zusammen mit Muslimen. Weil, so ist die Logik, Weihnachten ist das Fest des Friedens. Natürlich. Friede den Menschen auf Erden seines Wohlgefallens. Das haben wir in der Heiligen Nacht gehört. Und dieses Wort müssen wir immer mitnehmen als Christen. Deshalb steht es uns überhaupt nicht gut an, anderen Religionen gegenüber despektierlich zu sein, sie gar zu beschimpfen. Uns steht es nicht gut an, Angst zu haben vor anderen Religionen. Warum? Aber es steht uns, glaube ich, auch nicht gut an, unserer eigenen Sache nicht gewiss zu sein. Und wie in diesem zitierten Fall, so denke ich, respektlos zu sein. Denn warum können wir sagen, Weihnachten ist das Fest des Friedens? Das ist doch kein allgemeiner Friede, wie wir einen Weltfriedenstag der UNO halten. Paulus sagt, er ist unser Friede. Jesus Christus ist unser Friede. Und in der Annahme seines Evangeliums entsteht Frieden, weil die Hirten sich öffnen und auf den Weg machen, sind sie Menschen des Wohlgefallens Gottes. Darf ich das von Muslimen, auch wenn ich sie einlade, erwarten, dass sie dem zustimmen? Ich finde das respektlos, auch Muslimen gegenüber. Es ist auch respektlos uns gegenüber. Wenn wir Weihnachten herunterbrechen und herunterdeklinieren zu einem allgemeinen Friede, Freude, Eierkuchentag, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir selber nicht mehr ernst genommen werden. Und dann entstehen solche Ängste vor Überfremdung, vor Überformung. Dann kann man solche Stimmen hören, ja, wir werden ja überrollt. Wenn wir selber nichts mehr zu glauben haben, nichts mehr zu sagen haben, nichts mehr zu bekennen haben. Das Wort ist Fleisch geworden. Das ist an drastischer Sprache nicht zu überbieten. Es hat sich hineingekniet. Wir können es mit einem neueren Kirchenlied sagen, Gott, der seine Himmel flieht.
Gott. So habe ich das Stichwort eben im Deutschlandfunk aufgerafft bei einer Predigt, der ich dort auf der Fahrt hierher gelauscht habe. Ein Himmelsflüchtling ist auch einer, der hier hinflieht. Und wir kennen diese Geschichten alle sehr gut, was mit ihm wird. Für den, der da vom Himmel kommt. Für dieses Wort, das Fleisch geworden ist. Wir haben es in der Nacht gehört. In der Herberge war kein Platz für sie. Also nimmt diese Jungfraumutter ihn, wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine Futterkrippe. Wenig später muss er außer Landes fliehen, weil Herodes hinter ihm her ist. Dann kehrt er zurück nach Nazareth. Dann nach einer langen Zeit der Verborgenheit beginnt er seine Predigtätigkeit und hat nichts, wohin er sein Haupt legen kann. Und am Ende ist die Herberge sein Kreuz, seine Passion. So ist das. Wenn das lebendige Wort, das Gott ist, Fleisch wird, Mensch wird, unter uns wohnt. Aber die Seinen nehmen ihn nicht auf. Es bleibt bei uns, liebe Schwestern und Brüder, ob wir ihn aufnehmen. Ob wir uns so aufbrechen lassen, dass wir bereit sind, ihn aufzunehmen. Wenn wir ihn zu einem bloßen Wort, zu etwas so Dahergesagtem, zu einer Phrase degradieren, zu einem Buch, das ich nehmen kann oder weglegen kann, zu einer Schrift, von der viele heute sagen, tut mir leid, beherrsche ich nicht, diese Schrift, interessiert mich eigentlich auch nicht. Das ist nicht der Weg Gottes. Das Wort ist Fleisch geworden, ein konkreter Mensch. Abglanz, so haben wir es im Hebräerbrief gehört, seines Wesens, seiner Herrlichkeit. Abbild des Wesens Gottes. Eins zu eins hin zum lebendigen Gott. Niemand hat Gott je gesehen. Der, der am Herzen des Vaters ruht und aus dem Herzen des Vaters kommt, er ist der wahre Exeget, wie es wörtlich heißt. Er allein kann richtige Auskunft geben über Gott. Und das, liebe Schwestern und Brüder, dürfen wir untereinander und dürfen wir auch den anderen gegenüber nicht verschweigen. Sonst beginnt alles, jeder Dialog, unehrlich zu werden. Wir sollen diesen Dialog führen, ohne Angst, auch nicht überheblich, aber nach innen hin klar, weil das Weihnachtsfest uns hilft, zu dieser Klarheit zu kommen. Deshalb ist so viel vom Licht die Rede. Er, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er kam in die Finsternis, aber die Finsternis hat ihn nicht erkannt. Wir sollten dieses Licht aufnehmen, ihm Herberge gewähren, liebe Schwestern und Brüder, damit dieses Licht auf uns selber übergeht, damit wir ihn aufnehmen, wie gleich in der Kommunion, dass wir selber zu strahlen beginnen und dieses Licht hinaus in eine zuweilen sehr dunkel wirkende Welt tragen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und genau so, wenn wir uns diesem Licht überlassen, wenn wir ihm Herberge gewähren, dann kann Friede werden. Friede mit Gott, Frieden untereinander in den Familien, in unseren Beziehungen, in denen wir leben und in dieser Welt. In der Annahme dessen, der als lebendiges Wort Fleisch geworden ist.